Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von Dragon Age Origins. Und zwar haben wir jetzt vor, nach der Hauptstory eine der Erweiterungen zu spielen. Und genau das werde ich auch tun. Allerdings, oder ich sage es so, ich werde es versuchen. Ne? Weil wer das Hauptspiel gesehen hat, der weiß, dass ich meine Probleme mit dem Spiel hatte. Und ich hoffe an dieser Stelle, dass das mit den Erweiterungen nicht der Fall sein wird. Aber man weiß es nicht. Ich weiß ja auch in diesem Moment noch nicht mal, ob ihr das seht oder nicht seht, das Spiel jetzt. Und kurz nochmal weiter gesagt, dass Hintergrundgeräusche bei mir auftreten können. Immer noch, ja. Dann das Rauschen ist mein Ventilator, weil bei euch ist kalt, wenn ihr das seht. Aber bei mir ist es immer noch warm. Also es ist lange her, seit ich das aufgenommen habe, weil ich ziehe die Folgen so hin. Also ich hau nicht jeden Tag eine Folge raus, sondern immer montags, mittwochs und freitags meistens. Oder ja, und halt eben an zum Beispiel Weihnachten habe ich dann halt eben auch Ausnahmeveröffentlichungen gemacht. So, wir machen das einfach mal so. Andere Kampagnen. Also wer jetzt das einschaltet, es wäre auf jeden Fall erwähnenswert, sich mal die Hauptstory erst anzuschauen. Ich glaube, man kann diese DLCs auch so, glaube ich, gucken oder spielen oder wie auch immer, aber man hat halt eben keinen wirklichen Zusammenhang. Ne? So, ich weiß nicht, welche Reihenfolge diese ganzen DLCs jetzt wirklich haben. Ich werde sie aber, glaube ich, mal so nehmen, wie sie jetzt hier auch sind. Ob ich sie alle mache, weiß ich auch noch nicht, weil ja, keine Ahnung. Das Einzige, was ich gespielt habe, ist Awakening. Das ist auch ein bisschen was größer. Den Rest habe ich nur mal kurz reingeschaut bei YouTube damals. Das ist schon länger her. Ansonsten kenne ich die anderen. Das ist praktisch blind, spiele ich das. Und ich würde sagen, wir nehmen die Kampagnen so, wie sie jetzt hier sind und fangen mit der Hexenjagd an. Und da geht es, glaube ich, um Morrigan und mit dem Kind und keine Ahnung was. So, ja, fangen wir an. Ich hoffe diesmal ohne Abstürze. Also, importieren, absolut importieren. Was? Genau, ja. Importieren. Flemeth sagte einst, das Verbotene wecke die Versuchung. Folgt mir nicht, sagte ich, und doch sucht ihr nach mir. Manche Türen sollten lieber verschlossen bleiben. Das ist das alte Haus. Und unser Hund ist wieder dabei. Oh, ich freue mich voll. Unser Hund ist dabei. Ach ja, ich muss jetzt wieder vorlesen. Ich habe jetzt ellenlange nicht mehr gespielt. Ich bin froh, dass du hier bist. Allein würde ich es nicht schaffen. Wir werden Morrigan finden, versprochen. Ja, der hieß ja bei uns Bruno. Und das, ja, bestätigen wir jetzt. Ja, wir sind aufgestiegen, wir haben neue Codex-Einträge, Codex aktualisiert. Wir haben die alten Codexe vom Hauptgame noch nicht mal, aber okay. Drei Taktikenfelder erhalten. Heilige Mutter Gottes, was ist das? Es tut mir leid. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, was ich hier gemacht habe letzte Mal und was nicht. Bei euch ist es frisch, bei mir nicht. So, er kann aufsteigen, aber hier ist nichts zu sehen. Ah, okay. Krieger, wir machen den Hund erstmal fertig bei ihm. So. Ja, wie gesagt, Hexenjagd. Wir sind anscheinend jetzt auf der Jagd nach Morrigan.
Und wir sind hier da, wo auch vieles andere begonnen hat. Warte mal, wir können den doch was suchen lassen, ne? Vielleicht findet er was. Hallo? Nein, wir können jetzt gerade mal nichts machen. Okay. Gut, gehen wir erstmal rein. Ich hoffe, hier haben wir doch die Morrigan, Morrigans Mutter, also Flemeth, war doch hier Drachengestalt. Und und hier haben wir sie bekämpft in der Hauptstory. Schön, diese ganzen Gegenden wiederzusehen. Ne? Also das ist so cool. So, gehen wir rein. Oh, Lieben, ich hoffe, das hält alles. Nicht so wie die letzten Male. Aha. Keinen Schritt weiter. Was wollt ihr hier? Ruft euren Hund zurück, Sham. Nehmt eure Waffe runter. Dann ruft ihn zurück. Also schön, ich bin Ariane vom Volk der Dalish. Mein Hüter hat mich ausgesandt, um Asha Bellanar zu finden. Die Frau der vielen Jahre. Ja, was nehmen wir denn da? Warum? Wir dachten, sie könnte uns helfen, ihre Tochter Morrigan zu finden. Die junge Hexe hat meinem Clan Unrecht getan. Hat sie sich auch euren Zorn zugezogen? Das ist eine Sache zwischen Morrigan und mir. Morrigan hat ein altes Buch gestohlen, das mein Clan seit den Tagen von Arlathan bewahrte. Niemand sonst hatte ein ähnliches Stück unserer Geschichte. Alles, was wir einst besaßen, all das Wissen über unsere alte Magie wurde uns genommen. Erst von den Magistern aus Tevinter und dann vom Zirkel. Und Morrigan nahm uns auch den letzten Rest. Was ist an dem Buch so besonders? Die Dalish sind seit fast 2000 Jahren nur noch Wanderer. Wir sind nur ein Schatten unserer einstigen Größe. Obwohl uns vieles in diesem Buch ein Rätsel ist, so ist es doch einer der wenigen Hinweise darauf, wie wir unsere Vergangenheit wieder aufleben lassen können. Mein Hüter, Solan, sagte, es sei eine Abhandlung über etwas, das die Ahnen Illuvien nannten. Doch dieses Wort ist so alt wie das Buch selbst. Und niemand kennt mehr seine Bedeutung. Abgesehen von Morrigan vielleicht. Woher wisst ihr, dass Morrigan es gestohlen hat? Sie hat unseren Clan vor einem Monat im Namen der Freundschaft aufgesucht und großes Interesse an unserer Vergangenheit gezeigt. Sie wusste genau, wonach sie suchte. Der Hüter gestattete ihr, sich das Buch anzusehen, und zwei Nächte später war es verschwunden. Und was jetzt? Helft mir. Wir beide wollen Morrigan finden. Und wir können einander helfen. Ein Elfenmagier hatte meinem Clan das Buch über Illuvien zurückgebracht. Er hatte es aus dem Zirkel der Magi gestohlen, bevor er ein Abtrünniger wurde. Er sagte, es gäbe in der Bibliothek noch andere Schätze. Aber der Zirkel würde es einem Dalish niemals gestatten, sie sich anzusehen. Doch vielleicht liegt die Sache bei euch ja anders. Wir werden versuchen, eine diplomatische Lösung zu finden. Lasst uns gehen. Masiranas, ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Schön, also haben wir jetzt tatsächlich ein Schurke, wie es mir scheint, bekommen. Sie kann Schicksal der Schwachen, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Zweite Luft, also hier werden definitiv auch neue Fähigkeiten und Talente und so weiter. Aber was genau und wie genau... Das werden wir noch, das kriegen wir raus. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen und nicht gespielt, schon mal gar nicht. Aber so. Truhe. Wurden schon lange Zeit entnommen. Ja, das war, glaube ich, sogar ich. Feuer. Die Feuerstelle ist das einzige in der Hütte, das nicht von einer dünnen Staubschicht bedeckt ist. Es wirkt, als habe das Feuer noch vor kurzem gebrannt. Vor kurzem. Es brennt noch. Bett. Die
Dieses Bett sieht aus, als hätte schon seit Jahren niemand mehr drin geschlafen. Abgesehen von der kürzlich erfolgten Störung. Was? Aber selbstverständlich. Wirkt der gesamte Ort verlassen. Okay. Ja, aber. Mehr ist da nicht zum Gucken. Ne? Okay. Gehen wir wieder raus. Hui. Jetzt können wir erstmal wieder kämpfen. Oh Gott, das ist lange her. So, der bekommt jetzt das. Warum habe ich keinen... Ich habe keinen Stab? Warum? Was ist... Stab des Magis oder Niedertracht? Was war denn das jetzt? Das. Heieieiei. Okay. Das ist der Hörlock. Kleine Lichtung. Okay, der hier muss noch... So, jetzt Erna. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr schön. Jetzt speichern wir das Ganze aber mal. Neuer Spielstand. Tief in der Wildnis. So. Ich kümmere mich darum. Ich hoffe mal, dass das uns nicht immer abschmiert. So wie die, ne, so wie das Hauptspiel. Ich hoffe. Das ist wirklich sehr. So, kleine Lichtung. Da gehen wir jetzt natürlich hin. Oh, das ist nur ein Kunden. Was heißt nur? Aber es ist ein Kodex einfach. Flemme ist untergegangen. So, ein... Ich will mich an dieser Stelle mal kurz entschuldigen. Es gab eine Unterbrechung, denn der Ton von meiner Stimme war weg und ich muss es jetzt nachvertonen. Das heißt, vergebt mir, wenn Fehler passieren, denn es ist lange her, wo ich dieses DLC aufgenommen habe und der Ton meiner Stimme hat nur 16 Minuten aufgenommen und danach war er weg. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir jetzt hier irgendwie weitermachen. Und... Ich werde mein Bestes geben, das nachzuvertonen, aber es ist lange her. Dazwischen liegt ein bisschen was. Und Flemmels Untergang haben wir jetzt hier. Flemmels hatte, ich kann das wahrscheinlich nicht ganz durchlesen, weil es gleich weg sein wird, aber ich versuche mal so weit zu kommen, wie es geht. Flemmels hatte Alistair und dich zu Beginn der Verderbnis gerettet und gemeinsam mit ihrer Tochter Morrigan wieder gesund gepflegt. Morrigan eröffnete dir später, dass Flemmels eine Abscheulichkeit sei, die ihre Töchter opfere, um eigene unnatürliche Leben zu erhalten. Du hast dich daraufhin bereit erklärt, Flemmels gegenüberzutreten, bevor sie Morgan opfern konnte. Und ich lese das jetzt extra so schnell. Mysteriöse alte Hexe von ihrer Hütte in der Wildnis angetroffen. Nach einem kurzen Wortwechsel verwandelte sie sich in einen hohen Drachen, dem du größere Mühe töten konntest. Mit größter Mühe töten konntest. So vieles über Flemmels bleibt jedoch ein Rätsel. Als du vor ihrem verlassenen Hause in den Marschen gestanden hast, ist dir ein Schauer über den Rücken gelaufen, so als wärst du über ein Grab gegangen. Also, erstmal der Eindruck, den man hier hat, wieder so da zu sein, wo man war. Genau, jetzt fange ich nämlich gerade an, wieder weiter zu spielen, und weil ich hatte eine Unterbrechung und ja. So Mist, wirklich Mist. Aber ich werde euch das, wo ich gleich drücke, werde ich auch nochmal eben vorlesen. Ich weiß nur nicht, wann das sein wird. Von nachvertone so doof. Bis jetzt brauchte ich das wirklich so, das war einmal gewesen, da war das Spiel aber ein bisschen anders. Da musste man nicht so punktgenau irgendwas sagen. Ne, aber auf jeden Fall, wenn gleich was zum Vorlesen kommt, dann mache ich das noch eben und unterbreche dann meine Erzählung, die ich bisher hatte. Aber ne, dieses Nachvertonen ist halt eben wirklich Mist. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, weil ich schon wieder nicht weiß, wo ich war. So, jetzt habe ich es zugemacht und jetzt Hexenjagd. Genau, wir wollen unser, ne, was wir machen müssen. Spüre Morrigan auf. Du hast herausgefunden, dass die Frau bei Flemmels Hütte eine Dalish-Elfin namens Ariane oder so war. Morrigan hat Arianes Clan ein altes Buch über etwas namens Eluvien gestohlen, weshalb Ariane nun Jagd auf sie macht. Ariane hat vorgeschlagen, dass ihr die Bibliothek des Zirkels aufsucht, in der es noch weitere Bücher wie jenes gibt, das ihr Clan verloren hat. Vielleicht gelingt es dir ja herauszufinden, warum sich Morrigan für Eluvien interessiert. Okay, das ist das, was wir jetzt machen müssen. Das ist unsere Quest, mit der alles hier beginnt.
Und ich glaube, genau das werden wir jetzt auch tun, denn wir haben hier genug gemacht in der Hütte. Der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Und jetzt können wir natürlich schön weitergehen. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Genau. Weltkarte. Und hier haben wir Denerim, aber alles ausgegraut. Lothering, Redcliff, alles ausgegraut, sondern wir können nur dahin, wo ja, wo es leuchtet. Und zwar Turm des Tickels. Und ich glaube, genau, da werden wir jetzt auch direkt hingehen und mal schauen, was uns da erwartet. Willkommen bei Ferelden's Zirkel der Magi. Bitte haltet euren Hund unter Kontrolle. Einige der Schüler sind leicht zu erschrecken. Und wie ich sehe, begleitet euch eine Dalish-Elfin. Ist das ein Problem? Ariane ist vertrauenswürdig. Was soll das denn heißen? Dass die meisten Dalish-Diebe sind? Wenn ihr das sagt, es ist dem Zirkel eine Freude, euch als Gast begrüßen zu dürfen. Wie ihr seht, hat sich seit eurem letzten Besuch einiges verändert. Und wer seid ihr? Mein Name ist Hadley. Ich führe die Templer während der Abwesenheit des Kommandanten an. Ich muss in die Bibliothek. Wenn ihr nach einem Buch sucht, könnt ihr im Registerbereich beginnen. Als Kommandantin der Wächter könnt ihr den ersten Stock des Turms mit euren Gästen ohne Eskorte erkunden. Schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch. Ich verstehe, warum Hüter Solon nicht wollte, dass ich hierher komme. Es ist so verlockend, die strenge Ordnung ihrer kleinen Welt durcheinander zu bringen. Okay. Ja, hier waren wir während der Verderbnis und haben diesen Turm gerettet. Und nun suchen wir etwas, um halt eben Morrigan zu finden. So, ich weiß jetzt, wir werden hier gleich wahrscheinlich losgehen. Ich weiß nicht, was ich euch da erzählt habe mehr. Das habe ich keine Ahnung. Ich habe euch auf jeden Fall etwas erzählt. Okay, machen wir weiter, gucken uns ein bisschen um, machen dann weiter und gucken, was jetzt noch hier so auf uns zukommt. Ja, verzeiht, wenn das nicht so wird, wie es bei anderen wird, aber bei mir ist es eigentlich eher eine Beschäftigungstherapie. Nachvertonen hat da eigentlich überhaupt nichts zu suchen, aber ich wollte euch das hier nicht vorenthalten, ja, das Ganze, aber... Ja, anscheinend geht das nicht. Man kann nicht in jede Tür, außer in die da. Und, Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Nein, sollst du nicht. Wir speichern und wir können weiterlaufen. Wir haben ja gerade erst angefangen. Ich hätte gedacht, dass sie noch Was? Mal hier auftaucht. Also bitte, ja, nicht so abwertend, bitte. Ja, es gibt natürlich neue Runen und das neue Aussehen der Runen. Oder? Er ist jetzt schon eine ganze Weile in der Kirche von Grünfall. Es ist ein nettes kleines Dorf. Jede Menge frische Luft. Das ist gut für die Nerven. Der Kommandant hat gesagt, er könne zurückkehren, wenn er sein Gleichgewicht wiedergefunden hat. Gleichgewicht. So. So, jetzt auch noch viele, viele kleine Dinge. Meisterhafter Lyrium-Trank. Also das sind alles so, ne, Sachen. Ja, hervorragender Ausdauertrank ist auch halt für den Schurken, ne? Das ist jetzt alles, hat jetzt so ein bisschen anderes Aussehen, weil es jetzt nicht das Hauptgame ist, sondern ein DLC. So, wir gehen aber mal weiter. Oh, ich lese das schon einen bekannten nicht. Namen. Was? Schön, ja. Ein bisschen vielleicht. Aber du musst doch zugeben, dass es verlockend ist, oder? Diese Magier sind ja alle so selbstgefällig. Sie halten sich ja für so wichtig. Du findest, ich sollte mich entspannen? Nun ja, du hast vielleicht recht. Okay, fertig? Gut. Wen spricht zuerst an? Hadley oder Sendal? Ich glaube, wir nehmen erst die Truhe. Oder? Also das ist eigentlich so spielig. Nein, doch nicht. Wächter. Hadley. Aber der will nicht reden. Truhe. Alles mitnehmen.
Und bei ihm können wir, glaube ich, kaufen, verkaufen. Verzauberung? Sendal, was macht ihr denn hier? Verzauberung. Natürlich. Glückliches Bellen. Weiter. Hallo, Hündchen. Freuen uns alle, ihn wiederzusehen. Eine Weile im Turm bleiben. Die Besänftigten untersuchen seine Verzauberungsfähigkeiten und scheinen dabei einiges zu lernen. Verzauberung! Ja. Wo ist Bowden? Bowden treibt Handel in Redcliff. Wenn ihr an seinen Waren interessiert seid, kann euch Sandal bestimmt einige davon anbieten. Ich möchte etwas kaufen. So, was hat er denn, der Gute? Achso, wir gucken gerade erstmal, was wir verkaufen können, um überhaupt erstmal an Kohle zu kommen. Weil, wie man sieht, haben wir die Taschen sehr voll noch vom Ende des Hauptgames. Was sich übrigens auch lohnt anzuschauen. Warum habe ich hier eine längere Pause gemacht? Bei längeren Pausen weiß ich nie, was ich noch quatschen soll. Also bitte. So, in dem Moment dachte ich mir so, brauche ich nicht. Schmeißen wir mal weg. Ja, brauchte ich auch tatsächlich nicht. Also so ist es ja nicht. Und diese ganzen Gifte und so, das habe ich auch alles nie gebraucht. Den Rest davon habe ich behalten. Tiefenpilz ist weg. Da, ich habe Elfenwurzel verkauft, obwohl ich die eigentlich noch gebraucht hätte. Aber gut, das weiß man hinterher, dass man Dinge falsch gemacht hat. Das habe ich gedacht, können wir doch nochmal gebrauchen. Glaube ich jedenfalls. Auf jeden Fall, wir brauchen erstmal Platz. Platz, Platz, Platz und müssen halt eben das, was wir in der Endschlacht alles eingefangen haben, eingesammelt haben, erstmal verkaufen. Und Helme brauche ich sowieso nie. So, ich habe die immer abgelassen, weil es einfach doof aussieht. Und wir kamen ja auch so klar. Ne? Muss man ja einfach mal sagen. Hier konnte man jetzt keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich glaube, die haben so alle ihre Schwierigkeitsgrade, die DLCs. Aber genau, da habe ich gedacht, können wir verzaubern lassen, vielleicht mal behalten. War mir nur nicht sicher. Glaube ich jedenfalls. Also es wäre, wie ich jetzt denken würde. So, alles weg. Huch. Also ich kann euch nur sagen, Nachvertonen ist jetzt halb blöd. Möchte ich auch nicht unbedingt. Kann das sein, dass ich mir... ich glaube, ich erinnere mich da an etwas. Kann das sein, ihr Erinnerung der ersten Wächter? Ist das vielleicht das Buch, wo man alle Attribute verliert? Und ich doof... hab das gemacht und hab da neu geladen. Bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Werden wir ja sehen. Warum haben wir jetzt, nehme ich jetzt Runensteine? Die brauchen wir überhaupt nicht. Genau, die Runenherstellung habe ich gar nicht ausprobiert. Die ja jetzt möglich ist. Also das sind alles so Sachen, die kann man kaufen, um halt eben noch Fähigkeiten, glaube ich, zu erlangen. Ich hatte, glaube ich, gehofft auf noch einen Rucksack oder so, der mir noch ein bisschen mehr erlaubt zu tragen, aber naja, muss ja nicht sein. Ne? Ich glaube, jetzt sind wir da endlich fertig. Und können nun endlich unserer... Na, da kommen wir überall nicht lang. Da auch noch nicht. Also gehen wir jetzt erstmal hier rein. Schön wieder zurück zu sein nach so langer Zeit. Hier hat alles angefangen. Und genau, ich speichere nochmal. Weil Bücher suchen ist... Noch nie diese... so viele Bücher gesehen. Was? Ja, das sind viele Bücher, meine Freundin. Ist das ein reinrassiger Marvari? Ich wüsste, ich hätte auch einen. Sie sollten uns im Turm Haustiere gestatten. Hast du etwa das Desaster mit den Drachenjungen vergessen? An der Decke im dritten Stock kann man immer noch sehen, wo Ivan geröstet wurde.
Ich rede von normalen Haustieren. Hunden, Katzen, Ratten, Eulen. Solche meine ich. Eulen? Was für ein Magier hat denn eine Eule als Haustier? Ja, das sind aber auch normale. Wer hält sich denn Drachen? Ich meine, klar, jeder würde gerne einen Drachen haben, auch ich. Aber, nee. So, mit Tab kann ich die Sachen hier wieder sichtbar machen. Einfach, um mir die Sache zu vereinfachen. Wer das nicht mag, das hört und kann ich ja nicht für. So, jetzt sind sie hier Register und ich habe erstmal so ziemlich lange keine Ahnung gehabt, was ich tue. Alphabetisch sortiertes Buchregister von A bis F. Alles über Unkraut, bla bla bla. Und dann nochmal Kräuterkunde für Anfänger und dann nochmal irgendwelche Bücher. Damit konnten wir jetzt aber nichts anfangen. Und da fing es dann an, da Kräuterkunde für Anfänger, das habe ich ja praktisch. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Oh, dieser Satz von ihr, ne? Oh. So. Ich habe einfach irgendwie rumprobiert zu dem Zeitpunkt und habe überhaupt gar keinen Plan gehabt, was ich da tun soll, weil das ist für mich schon wieder so rätselmäßig gewesen. Aber wir sollten ja den... Boah, Entschuldigung, ich muss immer wieder gehen. Wir sollten ja diesen Eludrien suchen, ne? Glaube ich. Was wir uns ansehen wollen. Ja, genau, ich habe da jetzt erstmal, ich habe da rumprobiert und habe nicht gewusst, was überhaupt. Wir sollten auf jeden Fall irgendwas wegen dem Eludrien oder so, Eluvrien oder sowas. Diesen Spiegel, das ist glaube ich ein Spiegel. Auf jeden Fall Elfenartefakte waren es, glaube ich. Und das musste ich jetzt suchen. Genau, das war es dann nicht. Überall nachgucken. Elfische Sprachenübersetzung, genau das war es nämlich gewesen. Und warum gehe ich jetzt weg? Warum gucke ich nicht nach? Rituale. Jetzt habe ich die Orientierung verloren gehabt und suche jetzt wieder diese Elfenrituale, glaube ich. Da waren es nicht, es war ein weiter. Jetzt weiß man das beim Zuschauen. Wenn ich jetzt so wie in eurer Situation bin und zuschauen muss und dann das halt eben kommentiere, was ich da gespielt habe, weiß ich das. Und genau. Mystische Artefakte, warum drehe ich mich jetzt um? Hör auf zu gaffen. Oh, schön. Ich mag das voll. Nicht die Gärtnerin. Mysteriöse Artefakte müsste das eigentlich gewesen sein. Ich gehe einfach lieber auf Nummer andere Seite, Mädchen. Aber manchmal denkt man sich wirklich so, ne? Boah. Wenn man sich das nochmal so anguckt. Ein Katalog elfischer Relikte. Genau. Den du nicht verstehst. Ich erkenne das Zeichen auf dieser Seite. Ich glaube, es gehört zu dem Wort Eluvian. Ist das elfisch? Nein, ist dieses Buch so wie das, das euer verloren gegangen ist? Das euch verloren gegangen ist? Ähnlich. Die Einbände haben denselben Stil, aber die Schrift ist anders. Das ist doch eine Bibliothek. Vielleicht hilft uns ein anderes Buch bei der Übersetzung. Genau, jetzt müssen wir nämlich übersetzende Texte oder irgendwie sowas. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Übersetzung elfischer Sprachen, genau, das war es nämlich. Geschichte. Abteilung Geschichte. Fabelwesen, nein.
Nein, 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 nein. Da hinten Geschichte. Oh, das war dann doch etwas leichter dann. Welches Buch möchtest du dir ansehen? Übersetzung elfischer Sprachen. Ja, drück drauf. Na, mach. Na komm, jetzt drück. So. Dies sollte helfen, das Buch nehmen. Gut. Und jetzt? Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Jetzt habe ich es übersetze das Buch. Du hast ein Buch gefunden, das dir helfen kann, die Texte Relikte zu übersetzen. Ja, die Frage ist, wo? Oder muss ich das Buch direkt anklicken? Also so geht es schon mal nicht. Na, wie haben wir das denn nur jetzt gemacht? Ich habe so nicht mal mehr eine Erinnerung, wie ich das jetzt gelöst habe. Ach so, ja. Hey du, Hund! Denkst du, du könntest dich an den Magier da drüben anschleichen? Die beiden. Ein Katalog elfischer Relikte. Weiter. Oh, wie kommt ein Hund hier rein? Und was macht ihr da? Seid vorsichtig! Mit was soll ich vorsichtig sein? Moment mal. Ich kenne euch. Ihr seid diese Magierin der Grauen Wächter. Die Heldin. Das macht es ja sogar noch schlimmer. Hat man euch im ersten Jahr denn nicht beigebracht, wie man antike Bücher richtig behandelt? Beim Erbauer. Da retten die Leute das Land und denken deshalb, sie könnten unbezahlbare Bücher ohne jeglichen Respekt behandeln. Apropos Respekt, mein Freund. Seid ihr diesem Buch vertraut? Ich habe es schon benutzt, aber ich kenne es nicht auswendig. Hm, ihr seht euch das Kapitel über die Illuvien an? Aber ihr wisst schon, dass nie jemand einen gefunden hat, oder? Ihr wisst, was Illuvien bedeutet? Es ist ein altes elfisches Wort für sehendes Glas. Ein Spiegel. Was willst du so? Euer Hüter konnte nicht einmal das Wort für Spiegel übersetzen? Es ist ein 2000 Jahre alter Dialekt. Sie hat recht. Das Wort entstammt der während Äonen der Sklaverei vergessenen Sprache Arlathans. Selbst ich kenne höchstens ein paar Dutzend Wörter dieser Sprache. Und dabei bin ich der Linguist des Zirkels. Ein Illuvian ist nicht nur irgendein Spiegel. Er ist etwas Besonderes. Als das Reich Arlathan gebrandschatzt hat, haben die Magister diese Spiegel mitgenommen und versucht, ihre Macht freizusetzen. Aber sie konnten sie nur verwenden, um über große Distanzen hinweg miteinander zu kommunizieren. Warum sollte Morrigan daran interessiert sein? Ah, ihr habt also eine Freundin mit speziellen Interessen. Möchte sie vielleicht mit jemandem reden? Meine Leute sind vor nicht allzu langer Zeit einem anderen Clan der Dalish begegnet. Zwei seiner jungen Jäger hatten in irgendwelchen Ruinen einen merkwürdigen Spiegel entdeckt. Einer von ihnen ist verschwunden, die andere wurde todkrank. Der eine wurde niemals gefunden. Der andere starb. Der Clan hat Ferelden anschließend verlassen und ist in den Norden gezogen, um seine Trauer zu vergessen. Fahrt fort. Aber was wurde aus dem Spiegel? Er wurde zerbrochen, zerstört. Warum? Er war von der dunklen Brut verdorben. Und es gab keine Hoffnung, ihn reinigen zu können. Sie haben es getan, um andere zu schützen. Selbst wenn er beschädigt ist, könnte man mit ihm die anderen finden. Nein, ganz langsam, Finn. Du musst dir sicher sein. Was ist? Was wisst ihr? Das ist alles so aufregend. Wir müssen ins Repositorium. Hedley hat den Schlüssel. Kommt schon. Okay. Gut, jetzt haben wir anscheinend noch einen Magier. Finn. Der gute Finn. Den haben wir jetzt. Und jetzt haben wir wieder eine Gruppe. Und jetzt müssen wir nach Hedley uns den Schlüssel für den Keller holen, wo wir auch schon mal waren. Und ich hoffe, dass... Genau. Wir müssen da rum und dann da und dann da. Abteilung, Fabelwesen, ja, ja. So. Worauf warte ich denn hier gerade?
Achso, ich habe euch gerade irgendwas erzählt über die beiden. Ariane oder Arane und Finn. Und, ich glaube, an dieser Stelle habe ich einfach mal Tschüss gesagt. Und das mache ich dann jetzt auch. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.